Also es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen 800 und 500%. Ich habe eigentlich echt gedacht, oh, vielleicht habe ich eine Chance, aber nicht so, wie es läuft. Echt? Es gibt gar keine Schwärme bei 500%? Was? Was ist denn das für ein Rotz? Also ernsthaft, also, sind da jetzt nur Schwärme dazu weggekommen oder was? Was ist denn das für ein scheiß Balancing? Ja, du hast immer noch genauso viel Gegner, aber du hast wenigstens keine Schwärme. Oh, da sind es doch weniger. Es sieht nicht nach weniger aus, wenn ich ehrlich bin. Das Balancing fast auch überhaupt nicht. Weil wenn ich jetzt genau die gleiche Anzahl an Gegnern habe, dann bringt mir die Schwärme wechseln absolut gar nichts. Mich würde echt mal interessieren, ob das hier jemand schafft auf 800%. Die haben sich halt einfach problemlos durch meine Verteidigung durchgefressen. Rechts. Also, wir haben es einigermaßen im Griff gehabt, aber wenn da nochmal so eine größere Welle gekommen wäre, dann wären die durch gewesen. Und irgendwas sagt mir, dass das passiert wäre. Die hat gerade nicht reagiert, möchte ich nur erwähnen. Die sollte nämlich gerade schon eher zurückgehen, hat es aber nicht gemacht. Also ein paar Mal hier hinten fand ich es echt unfair. Da will ich auch nicht einfach nur ein Meckerliese sein, sondern einfach nur die Tatsache, es gab nichts, was sie angelockt hat. Am Tag 6 darf noch nicht so eine große Welle kommen. Was machst du da? Jetzt ist es wieder 13. Spiel. Du machst mir echt Sorgen langsam. Ich fühle mich halt echt von dem Spiel verarscht. Ein bisschen. Genau das hier ist sowas. Ja, mit einmal ist es weniger. Es dürfte nicht weniger sein. Es muss immer gleich viel sein. Nein. Ja, das ist so eine Sache. Wegrennen, ja, aber muss halt echt aufpassen. Also wenn jetzt wirklich bloß diese scheiß Wellen wechseln, dann kann mich das Spiel mal am Arsch lecken. Weil dann bringt das absolut gar nichts, dass die Wellen wechseln. Aber ich glaube, es sind wirklich weniger Gegner. Aber es bringt auch nichts, wenn die entsprechend unfair handeln teilweise. Wenn ich jetzt am Tag 6 auch wieder so extrem starke Gegner habe, dann kann ich nichts machen. Wirklich, dann bin ich einfach wehrlos. Ich wüsste auch nicht, ob da irgendwelche Skills irgendwas gebracht hätten. Vielleicht der Artillerietransport. Das ist wirklich das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass man damit vielleicht eine Chance hat, dass man hier vielleicht 6 Wespen aufbaut und dahinter seine Bogenschütze stellt. Das ist das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen könnte, was Sinn hätte. Aber da müsste man permanent auf Artillerietransport gehen. Und ich bleibe jetzt, wie gesagt, auf 500% Schwierigkeit. Das reicht. Auch in anderen Missionen. Vielleicht bei den Schweren bleibe ich vielleicht auf 800%. Damit ich mich noch ein bisschen aufregen kann. Yeah.
Roger that. Let me put an arrow in his head. Okay. Komm, Holz. Ich möchte euch ehrlich gesagt auch nicht zumuten, dass ihr auch... Was macht denn der da? Sag mal, wird das Spiel gerade zunehmend instabil? Kommt mir das nur so vor? Die... Guck mal, die hängt auch irgendwie gerade. Das machen die doch sonst nicht. Oh, Alter. Der musste weg. Ich habe auch eigentlich 500% der Beschreibung angegeben, glaube ich. Meistens. Ich werde sie entsprechend anpassen, je nachdem, wie ich runtergehe oder hoch. Ich glaube, es sind wirklich deutlich weniger. Und allein das könnte schon den enormen Unterschied machen. Ja, schreien wird sie bestimmt nicht auf dich aufmerksam machen. Ist eine gute Idee, rumzuschreien, wenn man Angst vor einem Zombie hat. Sollte man unbedingt rumschreien, dass der auch ja auf einen aufmerksam wird. Das Beste, was ihr machen könnt. Ich wollte gerade sagen, dann fehlt mir noch bestimmt die Energie gleich. Aber die Arbeiter müsste ich gleich haben. Fehlt bloß noch das Holz. Das mache ich gleich später wieder an. Oh, Holz. Oh. Bisschen schlechter geskillt gerade, aber ist nicht so schlimm, glaube ich. Vielleicht haben sie auch die Speicherfunktion aus dem Grund nicht reingemacht, weil die Gefahr bestehen würde, dass man merkt, dass das Spiel schummelt. Tja, jetzt bin ich drauf gekommen. Denn ich wette, auch in den normalen Missionen gibt es einen gewissen Random-Faktor, wie die Gegner angreifen. Es können immer die gleichen sein. Vielleicht haben sie auch eingestellt von bis Angriffe. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es einen gewissen Zufallsfaktor gibt tatsächlich. Immer. Natürlich gibt es einen gewissen Zufallsfaktor, die Karte ist ja immer anders aufgebaut, aber auch von den Angriffen her. So, jetzt hätte ich gerne das erste Eisen, wenn es geht. Warum wird das immer nur einzeln geliefert? Es könnte auch so ein permanentes Hoch geben. Das wäre auch interessant. Obwohl, das ist in vielen Spielen so, dass man permanent seine Ressourcen kriegt und nicht, wenn die Produktion abgeschlossen ist.
Merkt ihr den Unterschied? Ist wie Tag und Nacht. Machen wir es mal weiter. Warten wir noch mit der Anwürfe. Ach, jetzt kommt. Oh, was? Okay, ich frag mal nicht. Ach, übrigens, da kommt noch ein Angriff. Ja, ich sollte wirklich bei 500% bleiben. Guck mal den Unterschied an. Ich bin noch nicht überrannt worden am Tag 6. Boah. Ach, keine Arbeiter, natürlich. Und ja, jetzt brauche ich eigentlich ein paar Leute. Jetzt geht's los. Nur einer. Attention. Building completed. Are you sure? Schön, dass ich endlich mal was auf der Karte sehe. Hier geht mal ein Stück vor, denn sonst rennen die vielleicht direkt hier dran. Wäre genauso blöd. Häuser habe ich, gut. Commander? Wie gesagt, ich schicke euch mal hier runter, ich level lieber in die Richtung. Merkt ihr was? Okay, jetzt kommen ein paar. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich bin gerade echt ein bisschen verarscht. Ich halte das hier mit einem Bogenschützen, einem Soldaten und einer Balliste. Was habe ich vorhin aufgefahren und habe es nicht mehr ansatzweise gepackt? Ne, du lass mal hier. Ich hole mir jetzt das Holz hier. Was für ein enormer Unterschied das macht von der Schwierigkeit. Du gehst trotzdem mal mit hier, ja? Ich habe auch das Gefühl, die sind viel weniger aggressiv. Units under attack. Nahrung kriegen wir bald hin.
Okay, mal hier drauf. Denn hier unten ist sehr viel Grünfläche, die ich gern hätte. Ah, jetzt werden es ein paar viel. Das halte ich mit normalen Soldaten gerade. Mit ein paar Einheiten. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die, ich habe hier gerade alle besiegt. Alle! Mit einem Soldaten und einer Balliste. Und was hatte ich vorhin? 5 Soldaten, Mauer und 2 Ballisten. Keine Chance. Hier unten. 7 Soldaten und ein Bogenschütze. Und ich komme noch nicht mal richtig in Bedrängnis. Also ich muss hier nicht eingreifen oder irgendwas. Ja, das soll jemand verstehen, ehrlich gesagt. Forschung, ich brauche Essen. Komm schon, meine Leute haben Hunger. Habe ich nicht mal bedenken, dass ich das da hinbaue. Okay, ich bleibe einfach bei 500% und dann scheine ich die ganze Mission hier zu rocken. Einfach mal da stehen. Ich will hier eigentlich tatsächlich so ein Ding reinbauen irgendwo. Dazu müsste ich aber vorgeschlagen, das kann ich gerade noch nicht. Mehr brauche ich. Das macht er hier schon. Ich brauche nämlich das Holz da unten. Ich habe schon die ersten Veteranen. Ich hatte vorhin nicht einheitlichen Soldaten-Veteranen. Und alle abknallen. Nichts, was mir Angst macht. Ah, dann habe ich wieder keine Energie. Da würde ich gerne hinbauen. Warte ich noch kurz. Das ist nämlich bestimmt gleich infiziert. Geht nur ein Stück hoch. Ja, es ist wirklich... Ich fühle mich von diesem Spiel so verarscht gerade. Wir brauchen dringend Arbeiter. So dermaßen. Guck mal, wie simpel das ist. Ich rasiere die einfach mal so nebenbei weg. Und selbst das hier. Tell me. Let's go.
Ich bin hier schon fast am Kartenrand. Hier oben. Keine Reaktion von denen irgendwie. So langsam muss ich vielleicht hier oben auch was machen. Spätestens wenn die Welle dann kommt, sollte ich dann vorbereitet sein. Es kann doch nicht sein, dass ich bei ein bisschen Schwierigkeiten mehr absolut keine Chance habe. Während ich hier... Das ist... Ehrlich gesagt, das ist gerade einfach zu leicht. Während das hier auch relativ leicht ist, ist eine Schwierigkeitsstufe höher so brutal schwer, dass es wie der Unterschied im ersten Halo zwischen heldenhaft und legendär. Da ist auch so ein enormer Sprung drin gewesen. Okay, jetzt gehe ich wohl mal dazu, dass ich hier den einen oder anderen mal reinhole. Ich verstehe es halt echt nicht. Die haben absolut keine Chance gegen mich. Okay, jetzt langsam muss ich ein bisschen sparen, damit ich was habe für die Verteidigung dann. Was ich tatsächlich brauche, mehr Holz. Und mehr Arbeit eigentlich auch. Das eine kann ja mit dem anderen einhergehen. Aber es ist halt echt ein Witz. Diese Kampagne ist mega unbalanced. Ich wollte gerade sagen, da kommt gerade was, aber auch nicht wirklich. Noch ein bisschen mehr Holz. Oh, sind das Blaubeerbüsche? Könnte sein. Sieht irgendwie aus danach. Du hast den nächsten Schritt mal hier hin. Attention. Building completed. Wenn die drei da stehen, kann ich das Ding eigentlich auch wegreißen. Denn ich brauche hier irgendwie gerade gar keine Ballisten. Ich kann es mir nicht erklären. Do you need me? All right. Gotcha. Das hier könnte noch gefährlich werden. Aber muss echt nicht. Noch ein bisschen mehr Energie schadet jetzt nicht. Und ein paar Häuser mehr schaden auch nicht. Ich bin jetzt auch kurz davor, dass ich das hier bauen kann schon. Die werden auch gar nicht angelockt. Warum haben die mich denn vorhin angegriffen? Das ist auch eigentlich mittlerweile unlogisch. Die haben es halt einfach gemacht. Ich bin hier schon am Kartenrand oder was? Ja. Ernsthaft. Ich habe die ganze Karte jetzt hier unten rechts schon geräumt.
forces are in danger. Ich sehe nichts. Just tell me what to do. Tja, hier ist Kartenrand. Dann baue ich hier einfach zu und dann ist die Seite gesichert. Ihr habt es nicht gesehen, aber ich habe gerade wirklich einen Vogel gezeigt, weil... Ernsthaft? So ein mega Unterschied. Ist für mich einfach nicht begreiflich. Okay, hier unten wird es gefährlich. Da sind einfach zu viele Anzugträger. Aber auch das könnte ich ganz leicht... kriege ich ganz leicht hin. Könnte ich verlieren. Let's go. Building completed. Und sobald er steht, kann ich hier abhauen. Ist die Stelle sicher. Any orders? Ich fühle mich echt mega verarscht. Commander? Weil das wirklich kein Verhältnis ist. Come on. Okay, der ist noch ein bisschen verletzt, der könnte kaputt gehen sonst. Schützt ihn mal ein bisschen. Wie viele Leute brauche ich? 1,5, oder? Ne, 1,2. Hier kommt ein bisschen mehr. Aber nicht genug. Ja, sucht auch mal. Sucht und vernichtet. Ja, ich habe ein paar Probleme mit Arbeiten. Bin ich ganz ehrlich. Das läuft nicht so, wie es sollte. Und Essen läuft gerade auch nicht mehr so, wie es sollte. Ich würde sagen, jetzt hätte ich doch langsam gerne Markt. Ui, das sind aber viele. Da kann ich mir aber einfach hier eine Balliste zurückziehen. Gar kein Problem. Ja, dann kommen halt ein paar Anzugträger. Kann mir eigentlich echt Wumpe sein. Ja, hier sind ein paar mehr gerade. Könnten jetzt erst in Störwellen kommen. Das könnte übel ausgehen. Mhm. Also hier oder hier oben vielleicht auch. Hm. Da habe ich halt nicht wirklich was dagegen zu stellen. Wo sind meine... Da kommen sie ja schon. Hier noch was hin. Ich muss jetzt echt aufpassen, ich kann es nämlich sehr stark unterschätzen, die Angriffe. Allerdings könnte ich wahrscheinlich gut kiten. Explodieren wir einfach weg. Relativ problemlos. Mit 8 Soldaten. Los, stürm vor. Mache ich erstmal das hier aus. Ich habe Angst, dass die hier oben kommen.
komm hier oben. Na, vielleicht kann ich wirklich einen Großteil hier runterlocken. Ich bleib jetzt mal stehen. Ne, wisst ihr was, ihr macht weiter. Die haben, glaube ich, gerade echt viel überfahren hier. Hoch da. Ich wollte gerade sagen, das müsste nämlich eine relativ starke Armee sein schon, die uns jetzt entgegengestellt wird. Hoffen wir, dass es nicht zu viel werden. Das könnte natürlich wirklich noch passieren, dass ich mich jetzt übernommen habe. Okay, hier geht's auch schon los. Ist aber eigentlich echt okay. Ich könnte ein paar verlieren. Ja. Hier, geht mal hier hoch. Das wird mir gerade zu heftig. Ich muss ein bisschen zurückziehen. Ach, scheiße. Bin ehrlich, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das dürfte auch keine Probleme machen. Dass ich jetzt keine Energie mehr habe, daran habe ich nicht gedacht. Fuck. Schieß mal die Stäbchen raus. Oh, jetzt habe ich die aufgescheucht, glaube ich. Alle hier runter. Du bleibst stehen. Das könnte mir jetzt wirklich das Genick brechen. Ausschwärmen. Holt euch, was geht. Die Welle haben wir geschafft. Jetzt geht es darum, die Nachwirkung zu bekämpfen. Ihr bleibt hier. Ihr rennt mal mit da hoch. Was? Wo? Achso, ja, natürlich, die werden schnell überrannt hier. So, dann reparieren wir die ersten Sachen. Dann müssen wir schnell dafür sorgen, dass unsere Produktion wieder in Gang kommt. Rückt mal ein Stück vor, Mensch. Und der noch steht. Wir reparieren mal, was zu reparieren geht. Sehr schön. Das hier brauchen wir allerdings nicht reparieren. Dann haben wir schon fast alles wieder im Griff. Dann kann ich die Farm wieder herbauen. Ich müsste aber eigentlich ganz gut wegstecken. Das ist schlecht.
Ich meine, wir halten hier auf. So ist es nicht. Die wird wahrscheinlich erstmal nicht funktionieren. Ihr beiden, geht mal hier mit, gebt Unterstützung. Noch funktioniert, aber jedes ein Zünglein an der Waage kann einen Unterschied halt machen. Sowas zum Beispiel. Oh ja, ihr könnt auch mitschießen. Wo war das gerade? Okay, hier. Wir haben einen verloren, es kommen zwei nach, das funktioniert. Jetzt räumen wir, glaube ich, die ganze Karten hier an der Seite. Wolken! Merkt ihr wirklich diesen extremen Unterschied? Komm, wir fertig. Boah, man muss eigentlich essen, oder? Das Ding ist gleich fertig. Zum Glück sind sie nicht hier drauf gegangen. Ich wollte gerade sagen, mach den da bitte kaputt. Wenn die Energieversorgung zerstört wird, dann funktionierst du wieder nicht.